Hallo, 6.06.2021. Zur Sitzung 55 vom Corona-Ausschuss habe ich noch eine kleine interessante Mitteilung. Zwischen Stunde 3 und Stunde 4 sind ganz interessante Inhalte. Also ab Stunde 3 und 2 Minuten spricht Dr. Wodak und der bespricht nochmal diese Nebenwirkung, diese mögliche Nebenwirkung der Gerinnungsstörung nach RNA-Impfung oder mRNA-Impfung. Und dazu hat er folgenden Tipp. Es sind jetzt wohl einige Ärzte auf die Idee gekommen, bei Menschen, die sich impfen lassen möchten, vorher Laborparameter abzunehmen und nachher, also nach der Impfung, nochmal Laborparameter abzunehmen, um praktisch später, wenn Probleme auftreten, nachweisen zu können, dass vorher das Problem nicht bestand, aber nach der Impfung aufgetreten ist. Und insbesondere spricht er von zwei Laborparametern, das sind die Dimere und die Thrombozyten. Und das sind wohl zwei Laborparameter, die man für kleines Geld feststellen lassen kann und die was darüber aussagen, ob man neuerdings Thrombosen hat. Also das ist ein Hinweis auf Thrombosebildung. Und wenn einer vor der Impfung gar keine Probleme damit hat und hinterher sehr wohl Probleme damit hat, dann ist das nicht unwichtig, wenn so ein Mensch mit Impfschäden später diese Nachweise in der Schublade hat. Und die Ärzte, wo er Kontakt mit hat, die haben für sich so eine kleine Statistik schon angefangen und die sprechen von 30% der Geimpften, die vor der Impfung keine auffälligen D-Dimere und Thrombos hatten, aber nach der Impfung. Also 30% ist ein Drittel. Nicht wenig. Also das war der Hinweis von Dr. Wodak, fand ich interessant für Menschen, die... Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, ich weiß nicht, ich mache das wegen Arbeitsplatz oder wegen Reisen und die aber trotzdem eigentlich unsicher sind und vielleicht ist das die Zielgruppe, die da mal drüber nachdenken sollte, ob sie vielleicht zur Absicherung für etwaige Folgeschäden solche Laborparameter vorher und nachher machen lässt. Der sagte, das kostet irgendwie 30 Euro oder so. Ja, jedenfalls hat dann noch ein anderer Jurist gesprochen ab Stunde 3 und 32 Minuten. Also erst halbe Stunde Dr. Wodak und dann nochmal eine halbe Stunde dieser Elmar Becker, ein Arbeitsrechtler. Jetzt kann man sagen, was hat ein Arbeitsrechtler mit Impfung zu tun? Im Moment ist ja das Thema in vielen Arbeitsbereichen, dass Arbeitnehmer sich subjektiv genötigt fühlen, sich impfen zu lassen. Die meinen dann irgendwie, das wäre notwendig, um den Arbeitsplatz zu behalten oder weil der Gruppendruck hoch ist und so weiter. Und dieser Anwalt hat gesagt, er ist viel mit dem Thema Impfung von Arbeitnehmern auch beschäftigt, aber er hat sich ganz grundsätzliche juristische Gedanken zum Thema mRNA-Impfung gemacht und da hat er drei wesentliche Gedanken entwickelt, die ich spannend finde. Der erste Gedanke ist eine Impfung ethisch in Ordnung, wenn die praktisch fremdes Leben schützen soll, in Klammern Solidarität, und man selber aber Gefahr läuft, eventuell Nebenwirkungen zu bekommen. Also kann man praktisch jemandem zumuten, dass der die Nebenwirkungen einer Impfung ertragen
muss, falls die auftreten, damit er andere Leben, schwächere Leben, Leute, die empfindlicher sind, schützt? Also kann man das jemandem abverlangen, dass er, ich sag mal, in den sauren Apfel beißen muss? Ist eine ethische Frage, ne? Welches Leben hat mehr Wert? Kann man so eine Frage überhaupt stellen? Der zweite Gedanke war noch viel spannender. Er sagte, im Moment geht es um eine Impfung. Also das wird ja Impfung genannt. Also es geht um eine Spritze. Man kriegt eine Spritze und die Substanz, die gespritzt wird, ist noch nicht endgültig zu Ende erforscht. Und deswegen gibt es ja ein Risiko. Und jetzt kann man sagen, ja, dieses Risiko muss jeder selber tragen. Ja, was ist denn, wenn ein Mensch einem anderen zurät, lass dich mal impfen, mit dem Hintergedanken, dass diese Impfung noch nicht ganz erforscht ist und mögliche Nebenwirkungen hat, die bis hin ja, zum Tod führen können. Und der andere führt das sozusagen im Schilde. Also die Frage ist, öffnet diese Impfkampagne manchen Menschen die Tür für Dinge, die in anderen Zeiten strafbar wären, die jetzt aber straffrei sind? Ganz spannende Frage. Und die dritte Sache war, dass er festgestellt hat, dass Behörden, die eigentlich für Obduktionen zuständig sind, also Gerichtsmediziner, die Todesursachen feststellen, dass die so schlecht fachlich ausgerüstet sind und personell ausgerüstet sind, dass die faktisch gar nicht in der Lage sind, komplizierte Untersuchungen bei Toten anzustellen, die zum Beispiel zur Fragestellung hätten, woran ist der Mensch, der vor 3 Wochen geimpft wurde, gestorben? Also dass praktisch die gar nicht die Ausrüstung haben und auch gar nicht darauf ausgebildet sind, Gewebe so zu untersuchen, dass man Zusammenhänge zwischen Impfung und Tod überhaupt feststellen könnte. Das heißt, der sagt, die Pathologien von Krankenhäusern oder von Gerichten, dass die nur so ausgerichtet sind, er sagte das so, wenn einer ein Messer im Rücken hat, dann können die das feststellen, dass das eine unnatürliche Todesursache ist. Aber wenn es jetzt darum geht, ob einer nach Impfung so viele Thrombosen in verschiedenen Organen gebildet hat, dann hätten die gar nicht die Möglichkeit, das nachzuweisen und auch nicht die Ausbildung. Er hatte nämlich Anfragen gestartet und die haben dann ehrlich geantwortet und haben gesagt, wir können das gar nicht, was sie da von uns verlangen. Also bei Toten praktisch feststellen, woran die gestorben sind. Und da habe ich nur gedacht, das ist auch unglaublich. Also das waren alles unglaubliche Gedanken, was der hatte, aber wichtige Gedanken. Also der hat sich praktisch gefragt, darf man Menschen eine Impfung zumuten, damit andere Menschen geschützt werden, aber dieser Mensch selber vielleicht dann an Folgeschäden zu leiden hat. Und das zweite war, was ist eigentlich, wenn offiziell was von der Regierung empfohlen wird, was ja, unter Umständen krank machen kann oder tödlich sein kann. Wie sieht das aus, wenn jetzt einer davon Ahnung hat und einem anderen dann zurät und praktisch mit der Regierung im Rücken dem anderen zurät zu etwas, was ja mögliche Schäden anrichten kann? Ist das dann eine Mitschuld oder ist der dann fein raus?
Und das Dritte war halt, dass unsere Kliniken und auch die Behörden, die Gerichtsmediziner gar nicht dafür ausgestattet und im Detail auch gar nicht so geschult sind, dass die mal eben den Nachweis erbringen konnten, dass die Impfung die Todesursache war. Alles ganz wichtige Details und es lohnt sich, das anzugucken und es geht noch weiter. Das geht ja über 5 Stunden. Aber ich wünsche euch trotzdem schönen Sonntag. Ich mache heute noch was Schönes. Ich habe mich einbalsamiert mit ein bisschen Lotion und Teebaumöl. Ich rieche jetzt, als wenn ich in so ein Terpentinfass reingefallen wäre, weil ich gleich noch in den Garten gehe und ein bisschen schneide und ich möchte nicht von den Mücken zerstochen werden. In dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute.